Hallo ihr Süßen. So, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt kommt mein versprochenes, Schminksachen, Haul, keine Ahnung. Also das, was ich halt ganze Zeit so an Schminksachen und Pflegeprodukten geshoppt habe. Und das wollte ich euch gerne vorstellen. Und wenn ihr Bock habt, das nachzukaufen oder wenn euch davon was interessiert, dann könnt ihr mir unten mal schreiben oder einen Kommentar hinterlassen, dann erzähle ich gerne Näheres dazu. Ja, und stelle jetzt einfach ein paar Sachen vor und ja, vielleicht gibt es euch ja ein paar Anregungen. Ich bin jetzt selber nicht so die Schminkfee, aber naja, so ein paar Sachen. Vielleicht gefällt es euch ja. Viel Spaß! So, fangen wir an. Wir kommen erstmal zum Make-up an sich, also zu der Grundlage. Und da habe ich etwas ganz Tolles gefunden von P2. Das ist, das schimpft sich Perfect Face Make-up Base. Ja, es reimt sich, ne? Gleich kleine Unebenheiten aus und verlängert Make-up-Haltbarkeit. Also das machst du einfach unter dein normales Make-up drunter und es hält dann. Also ich habe jetzt auch schon mal nachts vergessen, mich da abzuschminken. Also abends, wenn ich von der Party kam oder so. Habe das dann benutzt und es, ja, am nächsten Tag war es einfach noch wie frisch. Und es hält halt wirklich sehr gut. Und das Einzige Negative, was ich darüber sagen kann, ist, mit den normalen Abschminktüchern kommst du da nicht weit. Du brauchst dann schon eine relativ gute Gesichtsreinigung, damit du das Zeug halt auch wieder abkriegst. Vor allen Dingen bei den Schichten, die ich mir da drauf knall, aber dazu kommen wir später. So sieht das nämlich aus. Das ist in so einer kleinen Tube und das, ja, du kannst es auch ohne Make-up, also drauf man einfach so und es gibt halt auch schon kleinen, naja, Schimmer nicht, aber es tönt ein bisschen. Also ist auch ganz toll, muss ich sagen. Dann, man drückt da so drauf und dann kommt es halt raus. Kostet, glaube ich, 3 Euro oder so. Da steht drauf, kaschiert Unebenheiten und verleiht dem Teint eine ebenmäßige Ausstrahlung für ein traumhaftes Hautgefühl und seidig zarten Schimmer. Mit Spectra Flex Pigmenten kann allein oder als Basis unter dem Make-up angewendet werden. Verlängert die Haltbarkeit des Make-ups. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. So. Wie gesagt, 3 Euro P2 Make-up Base. Nicht schlecht. Mein Make-up habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Meine Haare wollen halt auch nicht liegen. Ich nehme das von Essence Soft Touch Mousse Make-up, die Nummer 1. Das ist das hier. Ja, schon ziemlich leer. Ich glaube, ich brauche da mal neues. Das ist auch ganz gut. Das habe ich jetzt auch gerade drauf und finde ich nicht schlecht. So, wenn wir gerade beim Gesichts-Make-up, also bei der Base sind, danach, damit das Make-up halt noch besser hält, sag ich mal, und damit man nicht so glänzt, nehme ich halt so einen transparenten Puder. Die Marke kenne ich gar nicht. Es ist von Catrice Cosmetics. Das heißt Prime and Fine. Translucent Loose Puder. Transparentes loses Puder für eine langanhaltende Mattierung und fixierte Grundierung, ohne die Haut auszutrocknen. Ergebnis ein ebener, samtiger, matter und strahlender Ton. Ich strahle, oder? Das Licht ist blöd, ich weiß. Es ist wirklich samtig und es ist nicht so, als hätte man Pelz im Gesicht. Aber es fühlt sich wirklich schön weich an und kostet, glaube ich, 2 Euro noch was oder so. Das ist, ja, also es ist wirklich nicht bronzefarben oder sonst irgendwas, es ist wirklich weiß. Man sieht es halt wirklich nicht. Das ist, hier. Ja, ich kann es euch mal aufmachen. Sieht echt seltsam aus. Huch,
Ja, da fällt alles runter, toll. Panne. Ach, ich weiß nicht. Also mein, ja, Make-up ist jetzt auch nicht mehr das Beste. Ich habe jetzt auch nur ganz schnell das alles gemacht. Das Ganze trage ich auf, also diesen transparenten Puder trage ich auf mit diesem Pinsel hier. Und der geht ganz gut, dann, und dann bist du fertig. Das ist nicht schlecht. So, machen wir weiter. Ja, bis ich hier alles gekramt habe. Genau. Dann habe ich, sieht man das nur? Mein Rouge. Das hatte ich euch schon mal vorgestellt. Das ist von Miss Sporty O'Blushed. Das hat mich, glaube ich, 1 € noch was gekostet oder so. Also, es ist wirklich, das war günstig und ich finde es toll. Also, das ist die 003 Sienna. Ja, kann man nicht viel zu sagen. Ich finde ihn gut. Also, ja, finde ich ganz toll. So, dann hatte ich mir noch einen gekauft, aber der ist mir ein bisschen zu bronzefarben irgendwie. Also, der sah im Geschäft ganz toll aus. Dann hatte ich ihn zu Hause und habe ihn benutzt. Und naja, das ist von Essence Silk Touch Blush. Gibt es da auch eine Nummer? Die 40 Natural Beauty. Okay. Hier, meine Haare sehen aus. So, so sieht das gute Stück aus. Ich glaube auch 2 € oder so. Oder 1 noch was. 1,50. Fragt mich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Meine Nägel nicht drauf achten. Die sind alle abgebrochen. Und der Nagellack geht auch ab. So. Das hier 2 € irgendwas. Keine Ahnung. Aber auch ganz toll. Dann habe ich mir den Lidschatten gekauft von Manhattan Intense Effect Eyeshadow. Habe ich jetzt auch gerade drauf. Sieht man das? Ja. Also mache ich hier so dieses Grün und so. Und dann mache ich hier dieses Silber. Ich bin, wie gesagt, nicht so die Schminkfee, aber mir gefällt so ganz gut. Ja. Trage ich jetzt halt auch, wie gesagt. Hat, glaube ich, auch, glaube ich, 2 € oder so kostet. Ja. Also, die Farbe an sich ist echt schön. Da gibt es noch andere Farben. Will ich mir auch mal kaufen, dann finde ich auch nicht schlecht. Das hier ist, da steht Party Queen drauf. Keine Ahnung, hat keine Nummer. Dann habe ich mir gekauft einen Nagellack. Auch von Manhattan. Das ist der Lotus Effect Nail Polish Long Lasting. Langanhaltend intensive Farbe mit Gelschein-Effekt. Ist echt nicht schlecht. Hat aber auch keine Nummer. Nee. Das ist der hier. Finde ich auch toll. Hatte ich auch schon drauf. Ist nicht schlecht. Vier Euro oder so kostet er. Nicht wundern, warum ich so abgehackt bin, aber wenn ich hier am Nachdenken bin, wie viele ganze Sachen kosten, drehe ich mal durch. Dann habe ich auch von Manhattan, ich bin momentan absoluter Manhattan-Fan, fragt mich nicht warum, aber mein Freund hat mich irgendwann draufgebracht und hat ein paar Manhattan-Sachen mir empfohlen und seitdem kaufe ich das alles nur von Manhattan. Das ist der Manhattan Amazing Volume Mascara. Super Volumen und perfekte Trennung für einen unglaublichen Wimperlook. Augenärztlich getestet. Für sensible Augen und Kontaktlinsenträger geeignet. Ja, ich brauche die Bürste gar nicht zeigen, weil die ist nämlich hier drauf. Und so sieht sie auch wirklich aus. Ja, da kann man sich nicht viel drunter vorstellen, ne? Das ist schwarz und ja. Gut. Dann geht's weiter. Ja, ich war so bekloppt, wirklich.
Ich, wie jeder weiß, ich mag die Marke Wet n Wild und dachte, wenn alles andere von Wet n Wild schon so geil ist, dann muss das hier der absolute Knüller sein, aber es ist zu pink. Für mich ist es zu pink. Vielleicht, ja, was für Fasching, aber ja, für weitere Sachen, nee. Das ist Mega Slicks Wet n Wild. Oh Gott, das andere kann ich aussprechen. Auf jeden Fall ist das die Nummer E127. Ja. Und das ist der schöne Stift hier. Der ist echt sehr pink. Nicht mein Geschmack, also man sieht aus wie angemalt, also richtig angemalt. So. Ich habe einen Filzstift hier irgendwie. Nicht mein Fall. Kostet 2 oder 3 Euro. Weiter geht's. Ach so, nochmal zu dem Rouge zu kommen. Ja, das trage ich mit so einem Pinsel hier auf. Das, ich hatte irgendwann mir mal von Sheer Cover, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist, gab's mal in so einer Verkaufswerbung. Das ist ein ganz tolles Make-up übrigens. Kann ich euch auch mal empfehlen, wenn ich es mir wiederhole. Das deckt super und kann man echt schöne Sachen mitmachen. Auf jeden Fall ist das der Pinsel von Sheer Cover. Und ja, ich bin mit dem Produkt echt zufrieden. Und ganz toll. Ja, von was war eigentlich der andere? Keine Ahnung. Gut, es geht weiter. Wieder ein Nagellack. Der ist von Essence, Color and Go. Ja, der ist so türkisfarben. Der macht auch ganz schöne Nägel. Wenn ich welche hätte, aber die brechen mir alle weg. Und ihr könnt mir wirklich mal einen Tipp geben, wie ich das verhindere. Weil die brechen mir alle weg. Der einzige, der überlebt hat, ist der hier. Und der ist mir auch schon am Wegbrechen. Oh, verstehe ich es nicht. Echt blöd. 1 Euro noch was. 1,50 Euro oder so. Weiter geht's. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsnagellack. Ich hab den auch hier noch drauf. Wo sieht man den denn am besten noch? Leute, das ist aber schon abgeblättert. Schon abgeblättert. Aber macht echt schöne Nägel. Und da steht mit Oxygen Care oder sowas. Auf jeden Fall pflegt der noch mit. Der ist auch von P2. Rich Care and Color Polish für perfekt gepflegte Nägel. Das ist die 030. So pretty. Und der ist so toll. Oh, ich liebe ihn. Wirklich, ich liebe ihn. Kostet, glaube ich, auch etwas um die 2 Euro oder so. Jo. Weiter geht's. Jo, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Genau. Es geht. Nein, Quatsch, es geht noch weiter. Nochmal ein Nagellack. Bei dem müsst ihr aber aufpassen, weil der ist von Maybelline, New York. Der ist Color Show Street Artist Top Coat. Das ist die 04. Der sieht toll aus im Geschäft. Der sieht auch toll aus auf den Nägeln. Aber man kriegt ihn am Ende nicht mehr richtig runter. Wie ihr hier vielleicht so eine ganz kleine Ecke. Na, fokussiert auch. Ich glaube, das sieht man nicht. Eine ganz kleine Ecke ist da noch blau. Und die kriegst du auch nicht mit Nagellackentferner weg, muss ich sagen. Weil, wenn du ihn aufträgst, der sieht echt toll aus. Also, der ist echt schön. Nur, das Problem bei diesem Nagellack ist, es ist kein richtiger Lack in dem Sinne. Es sind wie so kleine Granulate. Und das, den spürst du auch richtig auf den Fingern. Das ist wie ein bisschen, als hättest du Schleifpapier auf den Fingernägeln. Also es kratzt jetzt nicht, wenn man drüber geht. Man fühlt es halt schon. Es sind wirklich kleine Granulate. Und das soll halt aussehen, als hättest du dir irgendwie auf die Finger gesprayt. Ja, obwohl ich eher
das so empfinde, als hättest du eine Zahnbürste genommen, die in Wasserfarbe getunkt und dann einfach so über deine Fingernägel gesprenkelt. Vielleicht wäre es besser mit einem mit einer Grundierung drunter, also mit einem Nagellack drunter. Und das dann da drauf, weil du hast wirklich nur diese Granulate im Endeffekt. Weil alles andere, also der Nagellack an sich ist durchsichtig, ja. Und dann hast du diese Granulate und dann, das sieht schon ein bisschen seltsam aus. Und ich will es demnächst mal in dieser Kombi probieren. Ich glaube, das passt ganz gut. Oder vielleicht in der Kombi, was sieht besser aus? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir das ja auch schreiben unten in der Kommentarbox, was ihr meint. So, kommen wir zu guter Letzt. Ja, dann sind wir schon. Nee, noch nicht ganz. Kommen wir zu guter Letzt zu meinem Kajal. Ich habe mir einen neuen Kajal gekauft, der ist auch von Essence. Das ist die 04 in White. Ganz normal weiß. Kajalstift für ein gleichmäßiges Auftragen. Langhaftend? Da steht wirklich langhaftend drauf. Okay. Ja. Das ist einfach ein ganz normaler weißer Kajal. Also den benutze ich halt. Der öffnet die Augen so schön, finde ich. Und gerade in der Kombi mit dem Lidschatten sieht das ganz gut aus. Ja. Und ja, man sieht es, glaube ich, ein bisschen. Also nicht wundern, mein Make-up seit heute Morgen um 6. Ne? Irgendwann ist da auch mal Schicht. Dass es nicht mehr so frisch aussieht, ist normal. Wir haben nämlich jetzt 22.26 Uhr, Leute. Dass ich mich heute Abend noch hinsetze und überhaupt ein Video mache, ist echt ein Wunder. Weil normalerweise ist jetzt meine freie Zeit, die Kinder schlafen und... Aber ich mache das nur für euch. Kostet übrigens 1,50 Euro. Keine Ahnung. Eins noch was auf jeden Fall. So. Zu guter Letzt. Oh, das ist so toll. Kommen wir zu meinem Eyeliner. Der ist von P2 Luxurious Pen. Das ist die 010 Pure Black. Tiefschwarzer Eyeliner für einen präzisen Lidstrich, hält bis zu 12 Stunden. Mit Wasser entfernbar, schnell trocknen und wischfest. Verträglichkeit augeneinzig bestätigt. Für Kontaktlinsen träger geeignet. Aufbewahrung, Spitze nach unten. Aber bei mir liegt der, also es ist eigentlich egal. Klar, vielleicht ist es besser, wenn er wirklich so steht, aber ja, ich habe ihn in meiner Schminktasche sozusagen. So. Das ist so. Der hier. Und wenn man das noch sieht, die 010. Ja, und damit kannst du echt einen schönen Lidstrich machen, finde ich. Also, sieht man den? Nicht schlecht. Kostet, glaube ich, auch sowas um die 3 Euro. Gut, ja. Ich glaube, wir sind fertig. Das war's. Ich habe alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Es gibt nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Nee. Alles klar. Dann sind wir auch schon am Ende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch ein Video von mir sehen wollt, keine Ahnung, irgendwas, dann macht mir doch mal Vorschläge, schreibt mir in die Kommentarbox unten, macht Kommis, ich antworte und könnt mir folgen auf Instagram oder Facebook, ich schreibe das gerne nochmal in die Infobox und ja. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen und wünsche euch noch einen schönen Abend und vor allen Dingen schöne Ostern. Ciao!